Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt die Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen, der Skyline ist am Start, genauso wie eine kleine Runde Let's Show GTA 5. Es sind ja jetzt überall am Machen, am Tun damit, dachte ich mir, okay, kannst du jetzt auch mal eine Runde starten. Ich wäre auch nicht alleine hier, nein, da ist jemand vorbeigekommen, hat mir das Spiel vorbeigebracht. Und zwar der Rappi ist auch mal wieder da. Servus. Freude kommt auf. Das ist nur die Frage. Einen Augenblick mal kurz. Naja, gut, das... Okay, ja, er nimmt über das. Das war gerade nur ein Test. Ja, dann. Sag doch mal was. Du hast ja schon ein bisschen gespielt, wa? Ja, du musst labern. Ich muss labern? Ja, ja, ich habe ein bisschen gespielt, ja. Ja. Ich weiß nur nicht, wo ich gerade bin, aber sonst ist alles in Ordnung. Oh, hier, warte mal. Mach mal die Musik aus. Bla 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 Musik sollst du ausmachen, sonst habe ich hier Probleme. Du sollst die Musik ausmachen. Hallo. Ich mein's ernst, mach die scheiß Musik aus, sonst krieg ich Probleme. Geh mal uns so einen Scheiß. Bla 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 la 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 la. Danke. Scheiß Gamer. Ey, ich kann nichts dafür. Ich hab Spec Ops gespielt und da haben sie mir gesagt, Drittanbieter, Musik von Drittanbieter, weil die da auch eine Musik abgespielt haben, die Leute im Radio. Und kannst halt nicht wegmachen, dann hast du es die ganze Zeit, deswegen haben sie gesagt, Drittanbieter. Was? Ich verstehe gar nichts. Ja, ist auch egal, du bist halt nichts wert. Wie bitte? Ja, sag doch mal ein bisschen was. Was soll ich denn sagen? Ich fahre gegen Haus. Nein, doch nicht. Ja, was machst du denn jetzt? Was musst du tun? Was ist deine Aufgabe? Ich? Gegen Häuser fliegen. Hast du das gerade nicht gesehen, oder was? Ach so, ja, okay. Du musst failen. Ich mach doch gar nichts. Ich fahre einfach nur durch die Gegend. Okay, du musst ja so ein bisschen zeigen und so. Hast du auch schon ein paar Cheats dafür rausgesucht? Nee. Nee? Nee. Gibt's da schon genug Cheats für? Ja und? Heißt ja nicht, dass ich welche brauche. Vor allem du, Kollege. Ey komm, das war was anderes bei den anderen Spielen, ja? Da warst du noch jung und brauchst du das Geld, wa? Das bin ich jetzt immer noch. Ich hab keinen Bock mehr. Ja, mach doch mal eine Aufgabe, du hast so einen scheiß Helm auf, das ist total cool. Was soll ich denn für eine Aufgabe machen? Du musst doch wissen, wo du jetzt bist. Oh, Alter, Ninja Style ist er dir ausgewichen, Alter. Kleine, dreckige Fotze. Da kommt noch einer dazu. Was hat der denn damit zu tun? Ein Pantomime oder was? Guck mal, ist ein Pantomime. Oh, da war gar keiner. Aber sind die einfach jetzt tot oder was? Ich meine, die ganze Zeit leben sie. Dann tötest, dann haust du sie und dann sind sie tot. Anstatt einfach mal irgendwo einen Zwischenpunkt von bewusstlos oder sowas. Nice, du kannst hast du das gesehen? Du bist einfach der Beste. Wollen wir mal Audi fahren? Ja, was hast du? Audi R8 hier und so. Bla bla bla, Radio und so, bla 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 bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Dankeschön. Das nervt. Gewaltig. Warum kann denn da kein Radio anbleiben? Ja, weil das dann wieder GEMA-Scheiße ist. Was? Weil ich dann GEMA-Probleme habe. Musik vom Drittanbieter und so ein Kack. Jetzt machst du nicht den schönen Audi kaputt hier. Ach, dann musst du das immer rausschneiden, oder? Ja, dann musst du entweder übertönen oder rausschneiden. Genau, per Woll. Hä? Okay. Hä? Gesundheit. Also, Dankeschön. Das hört sich bei dir an, Junge. Like a boss. Als ob du verrecken würdest. Tja. Nein. Wie ist denn so die Steuerung? Schön. Like a boss, like also a boss. Ganz schön. Du fandst super, ne? Ja. Hat dir Spaß gemacht. Das ist das erste Mal, dass ich aus dem Auto falle und sterbe. Nee. Doch? Bei dir? Doch? Das ist ja wohl das fünfte Mal jetzt. Nö, mit der Person nicht. Mit der. Schön. Nee. Und wie findest du das Spiel bis jetzt? Relativ gut, eigentlich. Nervt das nicht, dass du unterschiedlich viel Kuni jetzt mal spielst? Und dann nee, das ist ja gerade das Geile und das Reiz. Ich reiz dich richtig mit jedem anderen Stats zu haben, die aufzubauen. Also bist jetzt gerade der Arme, wa? Naja, arm. Also ja, mittlerweile bin ich wieder arm. Ich habe mir ein Taxiunternehmen gekauft. Ja, aber ich sag mal, du bist ja eigentlich so am Anfang, du bist ja der arme Schlucker vom Schwarzen und hilfst ja diesem weißen Reichen da. Der irgendwann Probleme mit 2 Millionen Dollar Problem hat und so und die Dönse. Und jetzt hast du schon Kohle angeschaltet, oder was? Mit dem Schwarzen? Ich hatte ja über knapp 300 Euro. Was hast du gemacht? Hast du dir ein Kleidungsstück gekauft? Nein, dann habe ich mir das Taxiunternehmen gekauft. Ach so. Ich dachte, bist du mal ein bisschen sozial, vielleicht ein bisschen gehen. Du musst deutlicher sprechen, Kollege. Noch deutlicher. Noch deutlicher, du willst nur nuscheln. Ich nuschel nicht. Der Einzige, der nuschelt, ist die Muschel. So. Wo war ich denn hier? Ich hab mich voll rausgebracht. Tschüss Ding, nimm den Baum mit. Jetzt musst du sie abholen oder was? Jetzt, das ist hat gerade die Taxizentrale angerufen. Jetzt muss ich irgendwie. Ich würde mir ein hübsches Auto, was nicht so kaputt ist, ausnehmen. Ein hübsches Auto, habe ich gesagt. So hübsch. Dann mach ich schon wieder Kratzer rein. Ja. Also. Eigentlich müssten mir die Fahrzeuge jetzt die Gäste angefällt werden, aber irgendwie wollen sie. Glaube ich. Dann gucken wir mal. Ich wollte sagen, guck doch einfach auf die Karte. Du Held. Nein. Die grünen Sachen, wie du hier siehst, ne? Die sind alle für ihn, ne? Die sind alle für den Frank. Was hat das mit dem grünen Kreis da zu tun? Da sind Fahrzeuge, die ich klauen muss für einen bestimmten Menschen. Oh. Es wäre nicht zu viel verraten, hat er. Ja. Ist denke ich schon mal aufgefallen, dass die komplette Karte von GTA 5 aussieht wie einer der Ninja Turtles. Habe ich noch nicht drauf geachtet. Und da, wo wir jetzt weiter oben, genau dort sitzt ungefähr, das weiße Fleck unten drunter, das ist nämlich blau. Das ist nämlich der blaue Turtle im Endeffekt, genau. Das ist der blaue Turtle. Ja, das ist der Alamo, was weiß ich, was Leonardo, glaube ich, ist der blaue. So, was ist das denn? Das ist ein Parkplatz. Immobilienmanagement. Das ist das Taxiunternehmen. Das ist ein Attentat. Guck mal, da ist ein Totenkopfschädel. Der hier? Ja. Den kann ich nur mit Trevor machen. Achso. Mit einer anderen Person, was ist das jetzt hier? Ah. Da muss aber nicht hin, ne? Nö, aber da war hier kein. Irgendwie. Voll Schizo! Hey, hier mal Radio. Ja, Radio. Oh, hallo, hey, oh.
Okay. Vorsicht, Gegenverkehr. Du hast Bullen an den Hals, ne? Ja, das hätte ich auch nicht erfahren. Hast du gut gemacht. Wie hast du das geschafft? Ich bin gefahren. Dann lässt dich eine Sekunde aus den Augen und schaust die Bullen in den Arsch. Bullen wissen selber nicht, was sie machen sollen. Nice! So. Wow, ich schalte wieder ein. Was war das denn für eine sinnlose Aktion jetzt? Nice! Ich wollte eigentlich was kaufen, aber irgendwie. Komisch, ne? Warum die Bullen dich überhaupt verfolgen, verstehe ich nicht. Ich verstehe das auch nicht. Ich meine, du fährst doch gemütlich nur durch die Gegend. Und beseitigst Ungeziefer. Kannst du auch Autos kaufen, Scheiße. Oder? Scheiße. Nice. Kannst du auch Autos kaufen? Ja. Was kannst du denn so alles jetzt kaufen? Kannst du auch eigene Häuser oder sowas? Kannst du für dich eigene Wohnungen? Eigene Wohnung kann ich nicht mehr kaufen, so viel ich weiß. Ich habe zumindest noch nicht gesehen. Soweit ich weiß, kannst du Garagen kaufen. Genau. Die kannst du kaufen. 30.000 oder so. Ja. Ein Kumpel von mir hat sich eine Garage gekauft und hat dann vergessen, wo sie war. Das ist auch nicht schlecht. Oh Gott! Ist das Blut? Nein, das ist. Lack. Lack? Hm? Das ist ja. Vinyl. Naja, wollte ich mal sagen. Du weißt, du musst den Bullen ausweichen, ne? Nicht auf sie zufahren. Schon längst mal ins andere Auto steigen sollen, dann wissen sie ja nicht, wer du bist. Die wissen alles, die sind allwissend. Guck mal, vorne warten. Alter. Weiß auch nicht so ganz, was du jetzt gerade machst, oder? Also, irgendwie wollte ich da links gerade einen Berg hochfahren, aber irgendwie war es doch kein Problem zu sehen. Was hupen die denn alle? Versteh's nicht. Ja, ich verstehe das auch manchmal nicht. Nice. Oh, ich hab 3 Stunden. Ja, du Scheiße. Ach du. Was kannst du eigentlich? Kein Auto fahren. Also, damit höre ich kannst du nie Auto fahren? So bei Forza, wisst ihr, bei Forza habe ich ihn immer fertig gemacht, weil er einfach wirklich nichts kann, der Junge. Das sind jetzt hier so ansatzweise seine besten Fahrkünste, die er je hatte. Ja. Das ist schon ordentlich, was er jetzt macht, sonst. Ja, genau. Gerade so die Kurve gekriegt. Aha, bedumps. Oh Gott. Der war schlecht. Gangster, ey. Hammer. Aber irgendwie wird hier zu sein. Ich glaube. Ich. Tja, mein Kollege hat es geschafft, mit 3 Sternen abzuhauen. Dazu dann noch einen Hubschrauber bei sich gehabt. Aber du? Versuch gerade den Scheiß Erfolg zu machen. 3 Minuten, 3 Sterne oder was? Gibt's ja einen Erfolg für? Da gibt es einen Erfolg für, glaube ich. Cool. Hatte er mein Kollege versucht zu machen zu dem Punkt. Als ich das mal gesehen habe bei ihm. Ist ja nicht schlecht, dass ich das auch mal erfahre, danke. Ja, wenn du auch einfach mal im Internet gucken würdest, Erfolge. Ja, so weit bin ich ja nicht gekommen. Wie lange ist das Spiel schon? Freitag. 2? Was? 2. Naja. Wie denn 2? Du hast 2 gesagt.
Freitag habe ich gesagt. Jetzt lügt er auch noch, Leute. Er hat doch zwei gesagt, ne? Am Arsch! Schrudde das in die Kommentare. Oh mein Gott, ey. Die Leute, das soll ich nicht mehr. So. Sag mal, bist du so schlecht und kannst den Bullen nicht abbauen, oder? So. Ich hab einmal Schluss mit ihm. Das ist kein Geländewagen, brauchst du einen Quad oder sowas für. Das schöne Auto. Schön ist es schon lange, wenn ich. Warum wohl? So trägt man es heutzutage. Hast du das auch schon gesehen? Kann man auch im Sommer mit Autos fahren, Bodeln. Aber irgendwie. Neue Sportart. Aber irgendwie direkt auf die Bullen ist auch scheiße. Wie schnell man da drei Sterne hinkriegt, ey. Oh, wechselt. Waren wohl noch keine 3 Minuten. Ja, muss man gucken, ich weiß nicht wie genau, er hat es auch nicht geschafft, aber ich war. Ich hätte sie nicht mit alles gegeben. Was ist denn der schon wieder? Ich hab's aber gar nicht gesehen. Alter, du bist Son of a Bitch, hat er gesagt, ey. Wer, wo, was? Der Gegner, der Typ, der gerade durch jeden. Der Gegner, was? Der Gegner. Wo sind die Gegner? Wo sind die Gegner? Weißt du, eben noch GEMA machen und nicht selber sehen. Ja, aber das war schlecht und ein Cover. Das darf ich ja. Doch, wenn wir. Ich wollte sagen, das ist kein altes Motorrad. Guckt euch das mal an, wie hilfsbereit, und dann hauen sie einfach ab, ey. Bla bla bla, scheiß Musik und bla, geh mal kacke und hast nicht gesehen, da 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 da. Juhu. Schön. Tja, das müsste irgendwie rausschneiden. Ich mach sowieso leiser, als es jetzt schon ist. Von daher. Was willst du denn? Die Musik, oder? Naja, ich mach immer das Spiel, den Spielsound mach ich immer auf 50 und den Speak Loud, die Sprechleute Gedönse, hast nicht gesehen, mach ich auf 150. Ja. Weil ich es kann. Einfach nur, weil ich es kann. Kollege, das war ziemlich nicht knapp, ne? Ja, ich weiß. Aber ich fahre jetzt eigentlich auch keine Lust mehr. Ja, dann mach eine Aufgabe! Ja, ich fahre jetzt den Typen hier nach Hause und dann werde ich mal mit dem anderen Typen weiterspielen. Denke ich. Oder ne? Schönes Ding! Ich fahre jetzt zu dem D. D to the Z, Alter. Von X to the Z. Nice! Ich hab gebremst. Das ist ja jetzt too late, Alter. Ach ja. Ist ja niemand. Miau! Dann kannst du aber auch mal spielen. Weiter. Oh, da ist ein Auto. Hat mich gesehen. Doch, ich hab doch nur eine 360 Grad Drehung gemacht. Jetzt hör doch auf, dich aufzuregen. Weißt du? Siehst immer nur das Schlechte. Sag mir mal, das. Also, ich baue nie Unfälle. Das ist alles Absicht. Guck, der hat einen Unfall gebaut, der hat sie also. Achso, der hätte jetzt auch einen. Nein, der hat auch eine 360 Grad Drehung gemacht. Hör auf, jede Probleme von anderen auf, von dir auf andere zu beziehen. Hey! Psst! Kommst du wo rein? Renn jetzt! Hat keinen Bock. Katzenvieh. Hat einfach keinen Bock. Oh, oh. Super Abkürzung. Oh, hier, guck mal, hier steht ein Auto. Hier stehen viele Autos. Ja, warum nimmst du nicht mit? Weil ich jetzt gerade drin bin. Ich will irgendwie auf die andere Seite. Hier. Oh, den hätte ich nicht genommen. Ich auch nicht. Jetzt ist das Auto im Arsch. Jetzt der Auto im Arsch. Ja, oh. Der Auto ist im Arsch. Ich weiß nicht, was los ist. Irgendwie. Welchen soll ich nehmen? Super Karren, ich würde den ganz linken nehmen. Mercedes. Das
war kein SUV, aber immerhin. Nein. Ah la 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 la. Oh, jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Psst. Sophie. Irgendwie will ich jetzt auch mal wieder hier raus. Jetzt weiß ich nicht, wer da hingekommen ist. Ich will da nicht mehr raus. Er wird elendig da drinnen verrecken. Nee, ich bin da diesem armes, kleines Ghetto-Kind. Weißt du, alle anderen sind Kellerkinder, aber du musst übertreiben, bist ein Kanalkind, Alter. Ups. Oh mein Gott. Hier wohnst du? Nö. Alter, machst du nicht schon wieder kaputt? Nein, I'm sorry. Weil du nix kannst. Du solltest mal einen Profi spielen lassen. Ich müsste den Profi nur mal kurz holen. Ich wollte gerade sagen, du bist es erst recht nicht. Oh, jetzt versau doch nicht, dass ich den Witz schon wieder, ey. Du Witzversauer. So. Oh, jetzt geht's los. Wer ist das denn jetzt? Das ist Trevor. Okay, booting up. You can use the stick to move the camera. Zoom in and out. It'll pick up pedestrians carrying the 2012 SA State License. If you target them, the scanner accesses the database and pulls their record. Hey, let's see if we can scan my buddy. Tja, wo muss jetzt hin? Kannst du auch Zeppelins besorgen? Schieß doch! Du musst schießen! Come here, Franklin. We're in position over Howick Avenue. What's the name of the suspect? The dude's name is Chad Mulligan. All right? Chad Mulligan. Roger that. Was ist jetzt deine Aufgabe? Ich muss die Leute hier scannen und gucken, wer jetzt Chad Mulligan ist. Okay. Wir schreiten eine Höchstgeschwindigkeit. Holy shit, Alter. Keiner von denen. Warum war er jetzt nicht dabei? Weil, weiß ich nicht, vielleicht ist er das ja. Vielleicht.
Sind die alle am Fummeln oder was? Der hat immer einen geblasen, Mensch. Nice. Jetzt kommt der Dritte dazu. Ballert er die ab? Guck doch mal, er hat jetzt abgeballert. Ja, jetzt hat er sie abgeballert, siehst du? Oh Mann, jetzt habe ich nicht gesehen, wie die Nutte abgeballert worden ist. Da hast du gelitten. So, und jetzt? Wir sollen dem folgen, um zu gucken, wo er sein Auto geparkt hat. Sieht aber schon ganz cool aus, so muss ich sagen. Also. Ja, sieht nicht schlecht aus. Also, ich habe mal schon Regen überfahren, also so. Oder Kojoten. Ich habe einen Esel mal gesehen. Aber ich glaube, es ist so. So die Grenze, sag ich jetzt mal, was jetzt nur an der Xbox 360 noch rauszuholen ist, ja, ganz ehrlich. Zoom ran. Suspects on foot. Okay, I see the chopper. I ain't far away. Oh, das ist ja clever, ey, Junge. Junge, hä? Ja. Rein hypothetisch habe ich punktuell den Schwarzen getroffen. Für die Gitarre. Nein, weiter. Das ist er, genau. Als wenn er wüsste, wo er hin soll. Ist ja ein Computergegner, der weiß, wo er hin soll. Was? Als ob er wüsste, wo er hin soll. Na gut, ist ein Computergegner, er weiß ja, wo er hin muss. Ja. Aber ich frage mich, ob jetzt die ganzen Autos genau so jetzt auch sind im Endeffekt. Also ob er, wenn du 2 Minuten später gekommen wärst, ob dann auch solche Autos dann genau in dem Moment da gewesen sind. Das ist nur so eine ganz interessante Frage. Das stimmt. Ja, fährt weh, Junge. Ich weiß nicht, wo das hergeht. Hat aber Glück gehabt, wie so. Aber wo sind wir denn? Wir sind irgendwo hinter. Okay, wir haben gleich. Ah, da sind wir. Da ist der. Boah, nice! Ist auch ein Computer. Hat uns wieder abgehauen. Jo. So, dann wollen wir mal gucken. Alter, wie tief fliegt denn der jetzt? Developing feelings for you. Okay, I'm seeing things a little more clearly.
Musst du jetzt abholen oder was? Junge, Junge, das ist ja schon nicht schlecht. Ja, das ist hier eben, ne? Richtig. So, da war er rein. Ganz schön laufen, der Junge, bei dir. Was? Der Typ muss ganz schön laufen wegen dir. Ja, wenn er dann mal ankommt, da ist er doch. Den hatte ich noch nicht, oder? Was? Den hattest du nicht mehr. Nice, aber mach keine Schrammen dran jetzt. Ich fahre ganz langsam. Mr. Clinton. Hey, Molly, right? I got that car for y'all. The Z-Type? Mr. Weston will be glad you caught us. He wanted to see it before we took off. We're on the way to his personal hangar at Los Santos International. I'll tell them to expect you at the gate. All right. Hey, I'm delivering the ride to Los Santos International. Shit, I think they both gonna be here, dog. Devin and Molly. Say hello from me to Molly. Man, I ain't hitting on nobody for you, man. At least the ball hurt. God, why not? It's about time I settled down. Shit, man, you need like a lion tamer or some shit. This girl, man, she got balls, dog, but she needs some serious stones to handle your ass. Just say hello. Man, I ain't gonna be a part of that. After everything I've done for you, you are just like Michael. So, the old hanging chad has only gone and reported that car stolen. Shit, and I spared this motherfucker. Das sind zwei Sterne. Jo. Hier, muss man gerade gucken, ob das Radio an ist davon. Ne? Ist nicht an. Okay, gut. Das ist einfach nur Hintergrundmelodie. Dagegen können die ja nichts sagen. Was für ein Arschloch. Ah, kaputt. Easy on the score, kid. Man, it's hard driving with you up there watching me, dog. I get self-conscious and shit. Was ist das denn? Ich hab keine Ahnung. Das war ein anderes Auto. Auch nicht schlecht. Das war weit vor dir noch. I don't know if we ever gonna get paid, so Ob das die perfekte Stelle ist, bist du ziemlich eingeengt. Du
Das Auto solltest du auch vorher mal reparieren gehen, glaube ich. Ach wo? Das sieht ja schön aus. Trägt man so, war es oldschool. Ja. Ein paar Tribals und so. Warum musst du dieses Auto unbedingt jetzt klauen? Hätte sich doch bestimmt auch irgendwo kaufen können. Nee, die sollte das irgendwie klauen. Schön klauen. Das wäre ja sonst langweilig. Hä? Wäre ja sonst langweilig. Ja, kaufen kann ja jeder. Na gut, aber klauen kann nicht jeder. Klauen kann nicht jeder, nee. Deswegen muss man es machen lassen. Das ist doch voll dumm. Wir machen den Weg frei, ne? Also. Achso, ja, okay. So, dann fahren wir hier links. Nicht so weit links. Alter, ist ja gut. Hör auf zu hupen und fahr mal lieber richtig. Ich hab mich nur angelehnt. Ja, nee. Am Arsch, ich hab keinen Bock mehr zu fahren. Ich hab nur dieses ganze Gefahr hier. Das ist so nervend bei San Andreas, wa? Bei GTA. Diese große scheiß Welt, die man durchfahren kann. Aber es spielt in San Andreas. Ja? Nein, es spielt in Los Santos. Ja, die ganze Region heißt San Andreas, mein Gott. Scheiß Nerd hier, ey. Alter, nur weil ich jetzt mal das ganze Wochenende nur gesuchtet habe, oder was? Mal! Zu deiner Glanzzeit warst du nur am Suchten, Alter. Das letzte Mal war bei BF3. Und davor ist jetzt auch bei Halo Reach. Also, ja, aber Halo Reach kam, Battlefield 3 kam ja direkt nach Reach. Sozusagen. Weil du hast ja die ganze Zeit Reach gesuchtet. Dann kam Battlefield 3 kam mir schnell, seit war schon ein bisschen länger draußen. Dann haben wir beide Battlefield 3 gesuchtet. Dann sind wir wieder zu Reach gegangen. Dann haben wir Call of Duty gesuchtet. Also egal, ob du jetzt ein Spiel aufgehört hast zu suchten, hast du direkt das nächste angefangen zu suchten. Kollege. Und mit Suchten meine ich Suchten. Au. Hey, I'm supposed to meet Devin Weston here. Mr. Weston's hangar is up there. Ach, die Buchte aufgemacht. Der ist nicht einfach so durch. Yep. Folg doch mal der Linie. Something. How'd you like to drive a car? That's like this one. For real. Like this? Or this? Oh, man, right back at me, homie. Really nice. Hey, you know something? You're not like those snowbird retiree pals of yours. You are sharp. Man, I'm just looking for a paycheck for my service. No, don't worry. It'll come. That'll come. But right now, it is life lesson time, pal. You have got to wake up what's real in this situation, bro. Take me, right? I am opportunity, I'm security, I'm fast cars, blow jobs, I got the world on a plate. Those two clowns, oh man, they are the worst kind of disaster that can ever come down. They are a full-core meltdown, and you're just standing there soaking up major radiation. You have got to take stock, man. Make that call, before it's too late. Yeah, all right, man, I will. Before it's too late, man. Sounds like James Bond, the tube. Just take any car and go. Ja klar, take any car and go. Das ist ein Auto schnappen einfach so. Das ist komisch, dass überall die Schlüssel überall drin hängen. Schon interessant. Boom!
Okay, das soll eigentlich auch mal gleich die Einführung gewesen sein. Wir haben jetzt eine Mission mal gesehen und sowas zu einer Pärche, von der Prächtig und so. Ich bedanke mich fürs Zusehen, ich bedanke mich fürs Vorspielen. Kein Problem. Für das wunderschöne Vorspiel. Jetzt kommen wir mal zum Nachspiel. Ja, jetzt darfst du fahren, das darf man keiner sehen. Ja, genau, deswegen. Na, ich bedanke mich fürs Zusehen. Schreibt mir alles in die Kommentare wie eh und je. Und was hast du denn? Bronze? Oh. Nichts anderes erwartet hier. Radio ist noch an, deswegen labe ich jetzt mal schnell drüber. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche euch alles Gute. Hoffentlich sieht man es mal online und tschüss und ciao.